Gentlemen, welcome to the show. Herzlich willkommen zurück auf meinem Kanal. Ich bin's, euer Wouter Matti, und ich präsentiere euch heute ein tropisch heißes Update. Ja, warum tropisch heiß? Gestern und auch heute, es sind ja richtig hohe Temperaturen. Wir haben jetzt gerade 21:45 und wir haben bestimmt hier schon in der Wohnung 25, 26 Grad drin. Ja, aber gestern war es genauso und ich musste gestern zu einem Kollegen hinfahren, weil er mich freitagsabends angeschrieben hat. Sebastian, irgendwas stimmt nicht mit meiner Leitung, ich habe kein Warmwasser. Ich so, pass mal auf, kein Problem, ich habe Samstag frei. Ich komme Samstagmorgen zu dir und schaue mir mal das Problem an. Bin dann eben nach Solingen gefahren, weil er wohnt da. Habe das Problem auch schnell lösen können. Und weil es ja sehr früh noch war, habe ich mir gedacht, besuchst du einfach mal den einen Laden, den du im Urlaub entdeckt hast. War auch da, habe auch schon wieder was entdeckt und bin auch happy. Und danach habe ich mir einfach gedacht, sie die Wüste zu durchkämmen. Die ganze Wüste wird durchkämmt. Ja, die Wüste, weil in der City war es wirklich, als ob man in der Wüste war. Einfach nur glühend heiß. Man hätte einfach überall Spiegeleier. Ja, braten können, weil, also meine haben ja schon gekocht innerlich. Aber das ist ein anderes Thema. Dann bin ich natürlich von Solingen wieder nach Wuppertal gefahren, habe mir gedacht, komm, du warst schon über 2 Wochen nicht in deinen Lieblingsladen, guckst du nochmal da, habe auch da was gefunden. Und dann eben halt nochmal in Saturn war ich und in Thalia. Und das würde ich euch gerne präsentieren. Aber das größte Problem an diesen Geschichten war, diese Hitze, ich sterbe vor Durst. Jupp, das hieß eben halt wirklich, ich bin von einem Geschäft zum anderen. Also ich sag mal, als ich von den Einladen hier in Solingen gegangen bin, bin ich zum ersten Kiosk hingegangen, habe mir dann ein Wasser geholt, bin dann nochmal in Saturn in Solingen kurz gewesen, weil ich hatte noch ein paar Minuten Aufenthalt wegen Bus. Habe dann, nachdem ich Saturn besucht habe, Kiosk 2 aufgesucht und habe mir schon wieder ein Wasser reingezogen, weil ich einfach nur getrunken habe. Und in Wuppertal habe ich mir auch jede Menge Wassereis geholt. Aber lange genug drum geschwafelt, wie warm es war. Ich präsentiere euch einfach jetzt mal die Filme, die ich mir geholt habe. Und zwar als erstes in dem Film, ein Film mit Brooke Burns, Alison Lang und Kirsten Miller. Weiblich, ledig, jung, sucht 2. Zum ersten Teil muss ich ganz ehrlich sagen, der ist der Burner. Der gefällt mir, der ist einfach kultig. Jetzt habe ich in den Laden für 3 Euro den zweiten Teil gefunden. Nahm ich einfach mal mit, weil mir der Film absolut nichts sagt. Eine einfache Standard-DVD, muss ich aber auch ganz ehrlich sagen, in diesem tropisch heißen Update sind es nur fast DVDs, das sind 2 Blu-Rays. Aber das war der erste Film, den ich mir am Samstag gekauft habe. Und für euch die Rückseite. Ihr wisst es, ich stehe total auf einen Film von Martin Scorsese mit Robert De Niro. Und die 2 und noch immer Joe Pesci hatten ja eins. Eigentlich besser gesagt einen dritten Film zusammen. Und den habe ich dann auch gefunden. MGM DVD, Robert De Niro, Joe Pesci in Marty Scorsese's. Wie ein wilder Stier. Bester Film der 80er Jahre. Weiß ich nicht, muss ich ganz ehrlich sagen, ich habe den noch nie in meinem Leben gesehen. Aber ich habe jetzt diesen dritten Film, wo eben halt Marty Scorsese Regie führt mit Robert De Niro und Joe Pesci. Aber die Vorderseite. Und die Rückseite, auch hier mit Heftchen und DVD, einfach nur mega nice, für 4 Euro mitgenommen. Und jetzt gehen wir Grüße raus am Cybertronian Soldier. Mahlzeit, ich hoffe, du siehst das Video und es geht dir gut. Für 4 Euro eine 3er DVD-Set, die Original Limited Edition. Transformers, die Zeichentrickserie. Ja, jetzt habe ich She-Ra, Bravestar, Turtles und eben halt eine Disc hier mit den Transformers.
Bin ich mal gespannt, ob mir das gefällt. War sogar nach OVP, wollte einfach mal reingucken. Habe ich auch mal ganz kurz gestern. War okay. Also ich habe jetzt nicht darauf geachtet, wie das ist, aber so fand ich das sehr nett gemacht. Und auch hier für euch die Rückseite der DVD. Und eben halt die drei Disc. Und dann die erste Blu-ray, die ich mir gekauft habe in den Einladen in Solingen. Es ist ein Film von Michael Mann mit Jamie Foxx und Tom Cruise, Collateral. Ja, das Steelbook sogar noch mit dem blauen Rand oben drauf. Film irgendwann, als er rausgekommen ist, gesehen, muss ich ganz ehrlich sagen. Ich fand dieses milchige, farbintensive sehr schwierig am Anfang. Aber ich wollte einfach mal dem Film wieder eine Chance geben. Für kleines Geld dieses Steelbook mitgenommen und ich bin happy, dieses jetzt auch in meiner Sammlung zu besitzen. Und ein weiteres Steelbook natürlich. Und auch hier mal die Rückseite von Collateral mit Tom Cruise und Jamie Foxx. Ja, dann war ich in den Laden. Oh verdammt, geh zur Bushaltestelle, hab mir das erste Wasser geholt. Du hast noch gute 10 Minuten. Ah, gehst du mal in den Saturn rein? Weil da hast du ja Trolls Mediabook bekommen, letztes Mal, als du da warst. Geh hoch, tipp, 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 tipp. Find nichts. Ach, scheiße, scheiße, nichts Tolles, einfach nur langweilig. Und dann habe ich doch was gefunden. Eine Blu-ray für 2,99. Ein Film mit Halle Berry und zwar Kidnap für 2,99. Nehme ich den Film mit. Ich weiß, der ist nervig, weil die ja alle 5 Minuten den Sohnemann ruft. Franklin, 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 Franklin. Oder eben halt auf dem Spielplatz immer Marco Polo, Marco Polo. Bäh. Aber mein Gott, für 2,99 kann ich dem Film nochmal eine Chance geben. Einmal die Vorderseite und die Rückseite vom Film Kidnap. Die zweite Blu-ray. Ja, dann bin ich wieder nach Hause gefahren, habe mir dann so gesehen das zweite Wasser geholt, bin im Bus eingestiegen, bin in Wuppertal angekommen, habe dann im Kiosk mir die dritte Wasserflasche geholt, weil ich ja noch Schwebebahn fahren musste und bin dann hochgegangen eben halt nach meinem Lieblingsladen hier in Wuppertal, PA, und habe dann einen Film vom Regisseur der Exorcist Special Edition mit Ashley Judge, Michael Shannon und Harry Connick Jr., ein Film von William Friedkin oder so ähnlich ausgesprochen, Buck in diesem Pappschuber, der leicht grünlich glänzt. Ich hole einfach mal hier auch die DVD raus. So sieht dann einfach die DVD aus. Worum geht's? Eine, K wie heißen sie? Kellnerin, ja, jetzt kam ich nicht auf den Namen. Eine Kellnerin wohnt in so einem schmierigen Hotel, hat eine lesbische Beziehung mit einer Freundin. Ihr Ex-Mann ist ein bisschen aggressiv, vor dem versteckt sie sich auch und eben halt, sie verliebt sich in einen ehemaligen Soldaten, der auch in diesem Hotel wohnt. Aber der eben halt sagt, die Regierung hatte eben halt als Kampfmittel kleine Käfer, die in den Körper kommen. Und das ist die ganze Story. Mein Gott, für 2,50 €. Da steht der Preis. Kann man einfach mal den Film mitnehmen, auch wenn man den noch nie vorher gesehen hat. Aber ich kann ihn mir jetzt angucken für 2,50 € im PA Gold und bin mal gespannt, ob er mir gefällt. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von Buck. Dann habe ich mir geholt einen Film mit Steve Carell, Toni Collette. Ich kann dort Menschen sehen, also die Mutter. Der Abigail Breslin, als Kind fand ich die irgendwie immer drollig, als Erwachsene nicht mehr so. Und eben halt Alan Arkin, der leider letzten Monat verstorben ist, Little Miss Sunshine. Ja, eine Familie am Rande des Nervenzusammenbruchs. Film bis jetzt, glaube ich, auch noch nirgendwo gesehen, aber jetzt kann ich mir angucken und ich habe mir extra wirklich nur geholt, weil Alan Arkin letzten Monat verstorben ist und für 3 € kann man den auch sich einfach mal in die Sammlung nehmen. Einmal die Vorderseite und die Rückseite von einem Zweifach-Oscar-Gewinner-Film, beste männliche Nebenrolle Alan Arkin und bestes originale Drehbuch Little Miss Sunshine und die Sonne knallt hier auch schon wieder rein. Hallo! Dann auch wieder im PA für 2,50 € ein Film, den habe ich mir auch gestern reingezogen und muss sagen, ja, der war nicht schlecht, muss ich ganz ehrlich sagen. Er hat mir gefallen. Er ist ein Film mit Bill Pullman,
Alec Baldwin und Nicole Kidman. Malick, eine Intrige. Es geht darum, eben halt, der Bill Pullman und Nicole Kidman sind ein glückliches Pärchen, haben alles Häuschen, gute Jobs. Sie muss operiert werden und der Arzt ist Alec Baldwin und der nimmt ihr eben halt die Gebärmutter raus. Ja, und das wollte sie natürlich nicht und verklagt den Arzt für 20 Millionen. Das ist eben halt ein hintertriebenes Spiel. Einzigste, was ein bisschen doof ist, da ist auch noch ein College-Mörder, der da rumläuft, der einfach irgendwie in der Story nicht zu suchen hat. Aber, jetzt kommt, dieser Mörder wird gespielt von Tobin Bell. Wer ist es? Ja, ihr wisst es, der Jigsaw. Und in einer kleinen Nebenrolle spielt auch noch Gwyneth Paltrow mit. Einmal die Vorderseite von Malick, eine Intrige und die Rückseite. Und ich muss sagen, der Film hat mir sehr gut gefallen gestern Abend. Dann auch ein Film für 2,50 da mitgenommen. Ein Film mit Ed Harris, Eva Mendes und Samuel L. Jackson. Cleaner, sein Geschäft ist der Tod. Auch beim Release das erste Mal und auch das letzte Mal gesehen. Und jetzt habe ich den auch wieder in meiner Sammlung oder überhaupt mal in meiner Sammlung und kann den Film mir nochmal reinziehen. Aber die Vorderseite und die Rückseite von Cleaner. Dann, als ich vom PR Art wieder runterging und mir das nächste Wasser geholt habe, habe ich mir dann nochmal einen kurzen Abstecher im Saturn gemacht und habe mir den Film gegönnt. Das ist ein Film mit Stephen Lang und zwar Old Man. Ja, Old Man mit Stephen Lang. Stephen Lang kenne ich eben halt aus dem Film Don't Breathe oder Auf die harte Tour mit Michael J. Fox. Da spielt er den Psychopath. Also im Endeffekt spielt er immer einen Psychopath, muss ich ganz ehrlich sagen. Vielleicht ist er es auch im wirklichen Leben. Und ich muss sagen, der Trailer fand ich sehr interessant und deswegen habe ich mir diesen Film auch gegönnt. Und auch hier mal für euch die Rückseite der Blu-ray in der schwarzen Hülle. Drei Blu-rays habe ich mir gegönnt dieses Wochenende. Dann habe ich mir gedacht, guckst du nochmal eben ganz schnell. Du willst jetzt nach Hause. Ich bin ja nur wirklich im Wuppertal von einem klimatisierten Laden in den nächsten reingegangen. Guckst du mal eben Smith's Toys, ob die was haben. Hat natürlich nichts. Ach, gehst du mal in Thalia und guckst mal in dieser Wühlkiste. Und ja, da habe ich zwei Sachen gefunden. Und zwar als erster ein Film mit Julie Walters und Phil Collins. Buster um den Postgeldraubzug. Ja, der Film ist alt. Der Film ist Asbach. Da war ich, glaube ich, so 7 Jahre, als er rausgekommen ist. Aber der Film hat sich bei mir eingebrannt, wegen eben halt dem Lied A Groovy Kind of Love, hat auch Phil Collins die Titelmelodie gesungen. Und ich muss sagen, dieses Lied finde ich bombastisch. Den Film noch nie in meinem Leben gesehen. Ich hatte schon öfters das Mediabook in der Hand, weil ich auch optisch sehr schön fand, als über dieses Cover. Weil da steht ja Phil Collins und hat diese Blumen in der Hand, links und rechts. Das ist so das alte Filmposter. Aber ich habe den Film jetzt auf DVD und kann ihn mir mal reinziehen. Das wäre dann auch eine Erstsichtung. Einmal die Vorderseite und die Rückseite. Und als letztes im Talier geholt, ein Film mit Diana Ross und Michael Jackson. The Wiz. Wer hat da Regie geführt? Wo steht's? Es war sogar ein bekannter. Screenplay by Joel Schumacher. Die afroamerikanische Version von Der Zauberer von Oz. Ja. 78. Kunterbunt, schrill, laut, Michael Jackson als Vogelscheuche. Was soll man zu diesem Film halten? Ich habe ihn jetzt für 5,99, konnte ich ihn da nicht liegen lassen, auch wenn im Kassensystem 10,99 auf einmal angezeigt worden ist. Ich so, nee, guck mal da, da steht 5,99. Wenn es falsch im Kassensystem ist, müsst ihr es bitte ändern. Und dann haben sie es auch geändert, da bin ich ja kniepig und habe jetzt diesen Film auf DVD in meiner Sammlung. Und für euch auch hier die Rückseite. So. Habt ihr einen von diesen Filmen schon mal gesehen? Was haltet ihr von Transformers, die Zeichentrickserie? Oder eben halt Little Miss Sunshine, habt ihr den mal gesehen? Oder Buster? Oder von der Musik von Phil Collins, was haltet ihr davon? Würde mich mal brennend interessieren. Aber ich würde mal sagen, ich mache mal Schluss, weil ich schwitze. Ich habe wieder überall
Wasser drin stehen und würde mal sagen, mach nicht mehr so dolle, bis demnächst und tschüss, euer Wouter, und ich gehe jetzt in eine eiskalte Wanne.